Guten Morgen! Es ist 6. März 2019. Ich habe eine Woche Urlaub und den werde ich genießen. Der Fluss Seva liegt in verschiedenen Ländern. Er fängt in Slowenien an und fließt weiter bis nach Belgrad. 940 Kilometer ist so ungefähr der Fluss und dem werde ich folgen. Ich habe zusammengepackt so viel wie ein Topcase, zweite Schuhe drauf, Regenzeug, mein Navi, die werde ich anziehen und ein paar Socken und zwei Unterhosen und ein T-Shirt. Viel mehr habe ich nicht. So, da fahren. So, ich bin von Graz bis Wolfsberg über A2 über die Autobahn gefahren und jetzt am Wörthersee bin ich abgebogen und werde ich weiter über die Landesstraße fahren. Unterwegs gab ein Niederschlag, ganz kurz, sonst scheint die Sonne und es ist einfach schön. Hier ist Wurzenpass. Hinter mir ist ein Bunkermuseum, übrig geblieben vom Kalten Krieg. Die Straße ist immer noch gut und überall liegt Schnee. Trotzdem ist gar nicht kalt. Eigentliche Reise an. Hinter mir ist der Warani Stausee, wenn ich richtig sage. Und ab hier ist dann Save und wir werden Save folgen. Slowenien habe ich unterwegs ein Stück Brötchen gegessen. Die Sonne ist fast weg. Bis zum Ziel, was ich mir angesetzt habe, habe ich so ungefähr 30 Kilometer noch weiter. Ich muss mir Gedanken machen und irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit suchen.
Slowenien habe ich ungefähre Entferne, was ich mir für heute vorgenommen habe, erreicht. Und habe ich geguckt auf Booking, eine Schlafmöglichkeit habe ich gefunden. Es ist 15 Kilometer entfernt von hier und werde ich dorthin fahren. Hi! I'm Alex from Booking. Yeah. Hi. Hi. Where can I park my bike? Here, here, here. Yeah. Everywhere. From Austria. Austria, uh-huh. Yeah. Wo kann ich stehen? Ja, eine kleine. Okay, klein bisschen Deutsch. Kleine Deutsch, ja. Ja, gut. Kleine klein Deutsch, kleine Englisch ist gut. Also, mein Motorrad. Ja. Hier oder da, wo? No problem. No problem. No. Passt. Okay. Dann werde ich da vielleicht parken. Da? Ja, okay. Trinken? Ja. Ja. Bier. Bier. The first is Slovenia. So, ich glaube, ich habe eine Pension gefunden, was ich gebucht habe. Der Herr hat mir gleich am Anfang mit einem Bier empfangen, das war cool. Und er repariert jetzt gerade seine Schuhe da drin, kann man das sehen. Und ich sage, wo ist mein Zimmer? Ja, Körpersprache, ne? Wo ist mein Zimmer? Schlafen, schlafen, nichts schlafen. Ich habe keine Ahnung. Will er Party machen oder hat er kein Zimmer? Oder? Ich bin gespannt. Ich habe jetzt erst jetzt ein Bier getrunken und stehe ich da. Natürlich, die Adresse war falsch. Und jetzt fahre ich weiter. Ich habe so eine 14 Kilometer Fahrt bis zum richtigen Adresse. Ich habe das Hostel erreicht. Das Hostel heißt 1A Adventure. Also, schaut gut zu sein. Ist ja ruhig. Chinchang ist ja auch im Zimmer drin. Und jetzt gehe ich mich frisch machen mit Bad und Dusche und die Wäsche waschen und was weiß ich. Da reden alle über ein See, in Stausee oder was auch immer, keine Ahnung, heißt Bled. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding ist, aber ist anscheinend in der Nähe. Vielleicht sollte ich morgen in der Früh erstmal dorthin. Schauen wir mal. Time to beer.
Guten Morgen. Ich habe gefrühstückt, zusammengepackt, angezogen und jetzt ein kleines Umweg. Dann werde ich tanken danach und machen wir unsere eigentliche Route weiter. Ein sehr, sehr, sehr schöner See. Ums See kann man spazieren gehen und Fahrrad fahren. Heute ist Sonntag, sind viele Sportler unterwegs, die laufen um See. Und was man da hier sieht, ist eine Insel. Darauf ist ein Schloss anscheinend. Man kann mit Boot oder halt mit Schiff dorthin fahren und sich das anschauen. Auf jeden Fall, es ist Sonntag und es ist sehr ruhig und peaceful. Jetzt ist Sonntag, Vormittag und ich bin immer noch in Slowenien. Hinter mir, wie man sieht, ist Hofer. Würde ich sagen, alle große Geschäfte, Spar, Hofer und was auch immer, die haben alle offen. Da läuft einfach, als ob Montag wäre. In der Nähe gab es eine Umleitung, deswegen war ich ein Stückchen weiter entfernt von Sava und jetzt bin ich nochmal bei Sava dabei. Oder ist halt Sava bei mir dabei. Da in der Nähe von René zeigt sich Sava besonders groß und stark. Ich bin in Kroatien angekommen. Grenzübergang war wie immer halt ein bisschen stark. Es weht extrem unterwegs und in Kroatien man hat das Gefühl, Frühling ist vollkommen angekommen. Als ich letztes Mal getankt habe, habe ich mit Euro bezahlt, da war ich in Slowenien. Bei Grenzübergang, es gab kein Geschäft, wo ich Geld wechseln könnte. Und jetzt bin ich drauf gekommen, dass ich kein Kona habe. Muss ich mir anschauen, wo ich ein paar Kona kriege. We'll be right back.
bin ich in einem Dorf gelandet, das ich glaube für heute das größte Dorf in Ungarn ist, das ich überhaupt gesehen habe. Woher weiß ich? Da gibt es einen Bankomat und da drüben gibt es sogar ein Restaurant. Da! Also, ich bin gerettet und da werde ich, glaube ich, nicht bleiben, obwohl da ist der Fluss. Ich werde nicht da bleiben. Ich werde aber jetzt anfangen zu suchen, ein Hostel zu finden. Schau mal, was ich finde. Guten Abend. Ich bin so in Lipik angekommen. Habe ich das Hostel gefunden, oder halt die Ruine habe ich gefunden. Highlight des Abends. Gegenüber vom Hostel ist eine Kneipe. Bin ich dorthin und habe ich gefragt, wo das Hostel ist. Weil die Adresse auf der Karte war genau die Kneipe. Genau, ja. Habe ich gefragt, wo das Hostel sein könnte. Die Barkeeperin war so besoffen. Und sie wusste nicht einmal, wo die Adresse ist und wo das Hostel ist. Jetzt bin ich auf der Jagd. Schau mal, ob ich was zum Essen kriege. Ich habe leider nicht zum Essen gefunden, da war alles zu. Ja, Sonntagabend, es ist 8 Uhr, aber ich habe nichts gefunden. Stattdessen habe ich ein Papierchen getrunken und jetzt bin ich bereit zum Schlafen. Guten Morgen. Mit ein bisschen Kater von gestern Abend werde ich loslegen. Und das Wetter ist mega warm. Ich weiß nicht, wie unterwegs sein wird. Die Sonne ist nicht ganz draußen und es ist noch warm. Good morning, sir. You need a pass. Good morning. There we go. Thank you. Hinter mir ist bosnische Grenze, also zwischen Bosnien und Slowenien, Grenzübergang. Auf meiner rechten Seite, eigentlich jetzt, hinter mir liegt jetzt Sava. Sava ist in dem Punkt eigentlich Grenze zwischen Slowenien und Bosnien. Da habe ich getankt und habe ich meinen ersten Kaffee für heute besorgt, ein bisschen Geld gewechselt. Bin super informiert, da habe ich gefragt, wie heißt das Geld hier? Maraca heißt das. Und übrigens, das ist ganz selbstverständlich, dass sie für dich tanken. Wenn du selber tanken möchtest, musst du darum bitten. Der Herr da drüben tankt jetzt gerade und im Rot ist von der Tankstelle. Ich finde es interessant, dass genau auf der anderen Seite von Sava, auf der slowenischen Seite,
Viele Häuser sind aus Holz. Und auf der Seite, auf bosnischer Seite, sind alle Häuser aus Ziegel. Ich habe viele Moscheen und Kirchen unterwegs gesehen. Und anscheinend funktioniert Zusammenleben ganz schön. Das Einzige, was wichtig ist, ist das Bier. Bei jedem Café steht unzählige Bierflaschen vor der Tür. Ich bin in der Pass. Danke, Thomas. Pass. There you go. Okay. Where are you from? Austria. Austria. Now, where? Belgrade. Where is it? Yep. You need that? No. Now you get. Oh, this pass. Driving license. Yes. There you go. Yes. Thank you, sir. Have a good day. Es ist 7 Uhr und ich bin in Belgrad angekommen. Komischerweise hat mein Handy keine Internetverbindung. Erstmal werde ich mich um Geld kümmern und dann schauen wir mal, wo ich übernachten kann. Tada! Mein Zimmer. Die gesamte Betten, die gesamte 8 Betten gehören mir. Ich bin allein im Zimmer. Die Mädels an der Rezeption waren mega lustig und nett. Ich bin gut angekommen, würde ich sagen. Geschafft.
Hinter mir mundet Sava in die Donau und fließen weiter. Und dabei verlassen wir Belgrad, Hauptstadt von Serbien. Wo kommt eigentlich Donau her? Wo fließt die hin? Vielleicht werden wir eines Tages das auch rausfinden. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ist ja ruhig, ein Xinjiang ist ja auch im Zimmer drin. It's fine. It's fine, you can go. Please, there you go, I can start it again. Bin irgendwo in die Kleipe. Kleip? Warum sagst du Kleipe? Seite von Sava. Auf der slowenischen Seite. Waren viele Häuser.